Hallo und herzlich willkommen. Hier ist ein weiteres Interview aus der Serie Face-to-Face Fundraising in Zeiten der Corona-Krise oder nach Zeiten der Corona-Krise. Ich freue mich sehr auf einen weiteren Gesprächsgast und das ist Michael Fettner, Geschäftsführer von der Agentur Wortstark, zusammen mit Stefanie Eichinger. Hallo lieber Michael, wo erreiche ich dich gerade? Wo sitzt du gerade? Jetzt sitze ich gerade ausnahmsweise in meinem Büro in Wien, weil ich heute nach dem Rechten geschaut habe und nachher noch für meine Eltern einkaufen gehe. Okay. Normalerweise triffst du mich im Homeoffice. Ja, das heißt, die letzten Wochen waren wahrscheinlich auch bei dir oder bei euch sehr stark davon bestimmt Homeoffice, oder? Ja, sicher, klar. Sehr viel Homeoffice. Ja. Okay. Michael, wir kennen uns schon ein paar Jährchen, ich weiß gar nicht genau wie lange, aber es gibt viele, vermute ich mal, die dich nicht kennen. Kannst du dich kurz einmal vorstellen und auch sagen, wer oder was ist Wortstark, was macht ihr genau? Ja, also mein Name ist Michael Fettner, hast du schon erwähnt, bin mit der Stefanie Eichinger zusammen der Geschäftsführer von Wortstark. Wortstark ist eine klassische Face-to-Face-Fundraising-Agentur mit Muttermarkt Österreich. Und zusätzlich zu Werbungen, die man an uns auslagern kann, bieten wir Trainings und Consulting an, um solche Kampagnen auch aufzubauen. Okay, das heißt, euer Business, wenn ich da mal gleich dann einsteigen darf, ist von 100 auf 0 gesunken vor ein paar Wochen. Ist das so richtig? Ist das so wirklich so? Nein, nicht ganz. Also unsere Einnahmen sind von 100 auf 0 gesunken innerhalb von einem Tag. Also das ist ja alles recht flott gegangen. Unser Business ist nicht von 0 auf, von 100 auf 0 gesunken, weil wir in kleinem Ausmaß die Sommerkampagne vorbereiten. Wir haben alles, die ganze Agentur auf Homeoffice umgestellt. Wir haben alle unsere Mitarbeiter jetzt probieren gerade unsere Mitarbeiter in Teilzeitarbeit zu bringen und bereiten im Endeffekt die Sommerkampagne weiter vor. Also das heißt, ihr denkt an die Zukunft. Darüber möchte ich auch gleich mit dir reden, wie ihr die Zukunft einschätzt. Genau, und ob es da überhaupt noch den großen Run auf Face-to-Face-Fundraising geben wird. Lass uns noch mal kurz zurückschauen in die Zeit vor Corona. Ich bin ja im Übrigen davon sehr überzeugt, dass wir in Zukunft die Zeiteinteilung haben werden vor Corona oder nach Corona. Aber das ist ein anderes Thema. Okay. Nein, aber also in welcher Phase des Face-to-Face-Fundraisings sind wir eigentlich gerade jetzt dieses erste Quartal? Ist es eine Hauptsaison fürs Face-to-Face-Fundraising? Wie ist das gerade? Erzähl uns da nochmal ein bisschen was dazu. Einleitend vielleicht, ich glaube, es ist ein Todel, wer nicht an die Zukunft denkt. Also an die Zukunft denken sollten wir ja alle. Mhm. Deswegen sitzen wir ja auch gerade zu Hause und kümmern uns um die nächsten, um die ältere Generation im Endeffekt. Also ich finde, an Zukunft denken ist nie verkehrt. Und punkto Face-to-Face-Fundraising, wo sind wir gerade? Wir sind in der ersten Nebensaison. Also wenn es jetzt so ist, wie in Österreich angekündigt, in Österreich ist es angekündigt, dass jetzt ab 1.5. der Großteil der Restriktionen wieder aufgehoben werden und irgendwo zwischen 1.5. und 15.5. geht die ganze Branche in Österreich davon aus, dass wir wieder auf der Straße stehen. Okay. Sollte das der Fall sein, dann war es ein Schluckauf, aber im Endeffekt keine Katastrophe. Okay, aber eigentlich wärt ihr auch jetzt unterwegs draußen auf der Straße, Förderer am Werben. Ja, wir sind ganzjährig unterwegs, ja. Genau, du hast jetzt gerade aber von Vorsaison geredet. Gib mir da nochmal bitte gerade ein paar Infos. Also ist das Jahr schon so in Saison, saisonal eingeteilt, oder? Wann ist die beste Zeit für Face-to-Face-Fundraising? Es gibt keine beste Zeit für Face-to-Face-Fundraising. Okay. Face-to-Face-Fundraising läuft das ganze Jahr über mit sehr stabilen Zahlen. Was es aber gibt, ist eine sogenannte Hauptsaison. Das ist dann durch die Ferienzeiten der Schüler und der Studenten hauptsächlich begründet. Ja, genau. Und die sind im Endeffekt 2 bis 3 Monate lang. Und das umfasst eben die Sommermonate Juli, August. Bisschen Juni, bisschen September und das ist im Wesentlichen die Hauptsaison. Okay. Die restlichen 9 Monate sind Nebensaison und Gott sei Dank hat uns die Corona-Krise in der Nebensaison erwischt. Ja, okay. Und du hast es eben angesprochen, also die ganzen Dialoger, ich meine, bei einer Agentur wie eurer, wie viele Dialoger, darfst du die Zahlen nennen? Wie viele Dialoger habt ihr da oder wie viele Leute angestellt, die als Dialoger arbeiten?
Wir haben insgesamt, arbeiten wir mit 22 Fixangestellten Innendienst und 800 Dialogen Außendienst pro Jahr. Ja. Aber die 800 im Außendienst sind nicht fest angestellt, sondern das ist wahrscheinlich Honorar. Und da müsste jetzt gar nichts irgendwie geregelt werden mit Kurzarbeit oder wie auch immer das dann heißt. Ja, das sind freie Dienstnehmer. Ja. Das sind freie Dienstnehmer und geregelt müsste natürlich nichts werden, außer dass man die Dialoge abmeldet und beim AMS anmeldet. Aber dann wären wir nicht wortstark und die Branche generell nicht die Branche, die sie ist. Also für uns sind einfach Dialoger, Fundraiser keine Zahlen, sondern es sind Menschen, die im Endeffekt unser Geschäft betreiben. Von daher hat sich Wortstark dazu entschlossen, also wir haben uns dazu entschlossen, dass wir die Dialoger zwar abmelden, das schon, weil als freier Dienstnehmer hast du das Problem, dass wenn du unter die Geringfügigkeit fällst, dass du dann deine Krankenversicherung verlierst in Österreich. Ah, okay. Und das geht gar nicht in diesen Zeiten. Von daher war dieser Schritt notwendig. Mhm. Aber wir haben dafür dann ein Forum auf der einen Seite aufgebaut, um die jungen Leute, also ein Internetforum aufgebaut, um die jungen Leute an der Hand zu nehmen und durch die ganzen behördlichen Wege zu leiten. Das heißt, da haben wir im Endeffekt mal Unterstützung gegeben. Mhm. Wir beraten sie auch, welche Hilfsfonds sie alle beanspruchen können und Sonstiges. Da sind allerdings die Informationen von staatlicher Seite noch sehr uneinheitlich. Okay. Und wir haben einen 10.000 Euro Notfallfonds gegründet. Das machen wir auch. Den schütten wir ohne Gegenleistung aus und auch nicht als Vorschuss deklariert, sondern wirklich als Notfallfonds deklariert und federn damit Härtefälle bei den Dialogern ab. Okay. Gleichzeitig haben wir die Ferienwohnungen bestehen belassen, sodass die Dialoger auch diejenigen, die, die im Wesentlichen ganzjährig werben, nicht ihren Wohnraum verlieren. Das heißt, im Endeffekt auch die Wohnmöglichkeit ist gegeben. Und wir stehen mit den Dialogern praktisch täglich in Kontakt. Von daher kann ich auch jetzt schon sagen, dass uns über 90% der Mannschaft Gott sei Dank erhalten bleibt und wir dann wieder praktisch mit Vor-Corona-Niveau losstarten können. Mhm. Das war wichtig. Das heißt, alles ist parat für den Zeitpunkt, wenn es dann wieder losgeht. Aber wie ist es jetzt auch nochmal in dieser Phase jetzt, die letzten Wochen habt ihr, also jetzt mal der Blick auch auf die Organisationen, also ja eure Kunden, die gemeinnützigen Organisationen, für die ihr neue Spender dann gewinnt. Gab es da große irgendwie Absagen oder ist da eher das Gefühl, hey, wir warten alle dringend mit euch drauf, dass wir endlich die Kampagne fahren können oder wurden vielleicht auch Dinge gecancelt, weil viel zu viel Unsicherheit und mit Kontaktabstand können wir eh keine Unterschriften mehr einwerfen oder holen? Wie ist da so die Stimmung auf Seiten der Kunden, also der Organisation? Ja, ich bin ja ganz gut am österreichischen Markt, kenne ich mich zu 100% aus und mit Deutschland bin ich ganz gut vernetzt. Und soweit ich das mitbekomme, sind die österreichischen Kunden einfach einmal cooler wie die Deutschen. Also die Informationen, die ich da aus Deutschland höre mit irgendwelchen Panikkunden, die sagen, Face-to-Face funktioniert nicht mehr oder wir können erst 2022 starten oder sowas. Das ist in Österreich Gott sei Dank nicht passiert. Okay. Muss man aber auch dazu sagen, weil ich glaube, in Österreich auch ein sehr guter Zusammenhalt unter den Fundraising-Agenturen und Inhouse-Kampagnen herrscht. Wir sind wirklich super über die QIF zusammen organisiert. Und wir haben uns in dem Moment, wo die Corona-Krise stattgefunden hat, dann ein eigenes Forum gegründet, wo wir auch rechtliche Informationen teilen. Und da in dieser Gruppe ist dann sehr schnell klar geworden, dass man sicher den Kunden ein bisschen helfen muss, ja, dass nicht jeder Kunde sich selber die Gedanken in den Kopf zerbrechen muss, wann ist der richtige Zeitpunkt, um zu starten oder nicht zu starten, weil da reden dann teilweise kompetente und nicht so kompetente Menschen miteinander, gehe ich einfach mal davon aus, was besser, dass das Ganze im Verband geregelt wurde. Das heißt, wir haben zusammen einen einheitlichen Startzeitpunkt fixiert. Der ist über alle Non-Profit-Organisationen, Agenturen und Inhouse-Kampagnen der gleiche Startzeitpunkt. Okay. Dieser Startzeitpunkt wird medial gut vorbereitet. Dieser Startzeitpunkt wird auch natürlich von schützenden Maßnahmen begleitet, eh logisch. Die werden auch einheitlich für alle gelten. Wir bestellen sogar unsere Masken zentral über den Verband, dass wir da ein einheitliches Erscheinungsbild haben. Und dann geht es raus auf die Straße.
Also von daher passt das gut. Wow. Und was auch sehr viel Mut gibt, ist, der Augustin ist in Österreich schon unterwegs. Der Augustin ist in Österreich die Straßenzeitung. Und die Straßenzeitung wird jetzt mittlerweile schon verkauft auf der Straße. Ah, wirklich? Das heißt, okay. Nach dem Gleichheitsprinzip kann es eigentlich nicht lange dauern. Ja. Ja, Wahnsinn. Also das heißt, dieses Datum, womit du auch, was du jetzt gerade genannt hast, du hast vorhin schon mal gesagt, 1. Mai, Mitte Mai, oder also es gibt jetzt noch kein konkretes Startdatum, oder? Ja, das liegt deswegen, aber auch das wird zentral über den Verband organisiert, muss wirklich dem österreichischen Fundraising-Verband ein großes Kompliment aussprechen, macht das super in der Krise. Der Verband geht jetzt her und was macht er? Sag nochmal die Frage, Jan, jetzt habe ich es vercheckt, entschuldige. Nee, aber wann das Datum ist, also ja, das Datum, und ob der Verband... Der Verband checkt gerade raus, zu welcher Gruppe wir dazugehören. Also wir gehen davon aus, die Kampagnen geschlossen haben, wie der Vertrieb verboten worden ist in Österreich. Wir gehen davon aus, dass wir Vertrieb sind. Es gibt aber auch Vertrieb, der in-house ist, Vertrieb, der nicht in-house ist. Ja, also der indoor passiert und jemand, der auf der Straße ist, wird wahrscheinlich andere Regeln haben. Also da geht es noch um Feinheiten. Ja. Okay, aber das wird in Österreich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, alles koordiniert über den Verband und der kommuniziert es mit euch Agenturen. Wie viele Face-to-Face-Fundraising-Agenturen gibt es dann in Österreich, die da zusammengeschlossen sind oder die jetzt sich da koordinieren miteinander? Soweit ich den Überblick habe, alle, die in Österreich aktiv sind. Also es ist vielleicht auch ganz eine kleine, dass wir nicht dabei haben, aber ASB ist dabei, der COBA ist dabei, die AGE ist dabei, Greenpeace ist dabei, Ärzte ohne Grenzen sind dabei, wir sind dabei, Face-to-Face ist dabei, Dialog Direkt ist dabei. Alles ist dabei. Ja. Und das muss man auch sagen, das ist eine österreichische Besonderheit. Wir haben Gott sei Dank keine gegenseitigen Beißereien mehr in der Branche. Das ist angenehm. Das wundert mich jetzt auch. Oder was heißt wundert mich? Freut mich. Nee, so möchte ich es eigentlich sagen. Freut mich sehr. Sehr gut. Aber dann lass uns bitte noch einen Schritt weiter gucken. Aber wobei ich da jetzt gar nicht weiß, ob du da die Fragen beantworten kannst. Aber wie werden denn so Konzepte, wie werden Stände, wie wird die Face-to-Face-Fundraising-Arbeit dann wieder aussehen, wenn es im Mai dann vermutlich wieder losgeht? Naja, ganz genau kann ich es da erst sagen, wenn der Kriterienkatalog fertig ist. Was wir jetzt gemacht haben, derweil auch wieder zentral schön über den Verband gesteuert ist, die Ärzte ohne Grenzen waren so lieb und die Maßnahmen, die in Südkorea gegolten haben zur Wiedereröffnung zu geben, das ist unsere Basis und von der Basis wird gerade weggearbeitet. Also weil in Südkorea Face-to-Face-Fundraising schon wieder erlaubt ist, ne? Exaktamente, genau. Und die Kriterien, die da drinnen stehen, die sind auf jeden Fall zum Umsetzen. Also da machen wir uns keinen Stress, dass das jetzt irgendwie böse für die Werbung endet. Da geht es hauptsächlich um Gesichtsschilds, Mundmasken. Da geht es um natürlich kein Händeschütteln. Das haben wir aber schon vor Corona, bevor die Werbung gestoppt wurde, die letzten ein bis zwei Monate war Handgeben schon verboten. Der Sicherheitsabstand, das Händewaschen, das Desinfektionsmittel, das an den Ständen sein soll. Aber all diese Maßnahmen, die Südkoreaner da umsetzen, haben wir schon umgesetzt gehabt, bevor gesperrt worden ist. Okay. Also außer die Masken, die nicht, die kommen jetzt dazu, aber die sind wurscht. Ja, okay. Und das heißt dann aber auch, ab Mitte Mai, sobald dann, ich sag mal, für euch das wieder möglich sein wird oder wenn es dann wieder möglich sein wird, dass Dialoger unterwegs sein können, dann werden die Innenstädte geflutet sein mit Dialogern, weil alle dann unbedingt die letzten zwei Monate noch aufholen müssen und dann noch mehr Zahlen schreiben müssen? Nein, also die Innenstädte geflutet sehen. Wir haben ja Gott sei Dank in Österreich die QIF, die Qualitätsinitiative Fördererwerbung. Und über diese Qualitätsinitiative Fördererwerbung sind sowieso die Standplätze und die Penetration einer Stadt einheitlich geregelt. Das heißt, was sicher nicht passieren kann, ist, dass jetzt irgendwie hunderte Teams in einem Bezirk stehen oder hunderte Teams auf der Marie-Hilfer-Straße stehen oder irgendetwas in die Richtung. Dazu kann es nicht kommen. Ja, sonst rate ich der Branche auch zu einem gewissen gesunden Selbstbewusstsein, würde ich auch sagen, weil warum ist der 15. für mich absolut fix, dass es da gestartet werden muss, weil man sonst müssen wir einen Start halt anzeigen. Ja? Weil wenn die Friseure, die einen Körperkontakt haben und Indoor arbeiten,
arbeiten dürfen. Warum soll Face-to-Face nicht möglich sein? Mhm. Wenn Masseure, die Indoor arbeiten und Körperkontakt haben, ja, arbeiten dürfen, warum soll Face-to-Face nicht gehen? Mhm. Und wenn Einkaufszentren, wo hunderttausende Leute durchgestickt werden, Indoor ja, gestattet sind, warum soll nicht ein Mensch auf der Straße stehen dürfen und mit dem nötigen Abstand im Endeffekt nach um ein Gespräch bitten dürfen? Mhm. Das wäre absolut unlogisch. Ja. Von daher... Wir sind schon durch mehr Krisen gegangen mit Face-to-Face. Jede Krise hat bis jetzt Face-to-Face nur stärker gemacht und nicht schwächer. Mhm. Es wird auch dieses Mal wieder so sein. Das könnten wir jetzt fast schon als ein schönes Schlusswort nehmen. Aber ich möchte trotzdem noch mal eine Sache erfahren. Und zwar diese 2 Monate, die euch dann jetzt wegfallen, die sind auch einfach weg. Oder kann man das jetzt noch irgendwie aufholen? Also könnt ihr jetzt einfach, wenn ihr einen Standplatz dann habt, doppelt so viele Dialoge dahinstellen, um dann noch irgendwie das aufzuholen, was jetzt die in den 2 Monaten entfallen ist, sage ich mal? Also zumindest wir bei Wortstark, wir planen mal nicht danach. Ja? Also wir machen das nicht zur Strategie. Es war bei allen Agenturen im Endeffekt wahrscheinlich der gleiche Punkt. Mhm. Der österreichische Staat zahlt sehr langsam, wenn er überhaupt zahlt. Wir wissen es alle noch nicht. Mhm. Jede Face-to-Face-Agentur hat im Endeffekt die Entscheidung treffen müssen, lasst sie die Gewinne der letzten Jahre drinnen und geht somit durch die Krise durch. Und dann unbeschadet oder nimmt sie die Gewinne raus und sperrt die Bude zu. Und das ist, sieht man auch wieder, dass das ganz eine gute Branche ist mit recht netten Leuten. Es haben alle ihre Gewinne drinnen gelassen. Sie gehen alle und schützen ihre Mitarbeiter. Und sie wollen alle wieder für Non-Profit-Organisationen die Leistung erbringen, die wir gewohnt sind. Ja, wir wollen sicher nicht das Tool irgendwie zu Grabe tragen, weil dafür gibt es auch keinen Grund. Mhm. Sehr gut. Dann lieber ein bisschen auf Kohle verzichten oder ein paar Gewinne verlieren. Ja. Okay. Es gibt allerdings eine Möglichkeit, dass das vielleicht doch klappt. Das wird man sehen und das ist halt der Arbeits-, also der Mitarbeitermarkt. Face-to-Face-Werbung ist normalerweise begrenzt durch den Mitarbeitermarkt und sehr, sehr stark auch saisonal bedingt über Schüler und Studenten in den Sommerferien. Mhm. Wir gehen davon aus, dass jetzt mit 600.000 Arbeitslosen in Österreich, mit über 900.000 Leuten, die in Teilzeit sind, von denen sicher auch noch viele in Arbeitslose geschickt werden, dass der Arbeitsmarkt, also dass das schon eher Face-to-Face stützen wird und wahrscheinlich neue Mitarbeitergruppen erschließen wird. Okay, wenn das aufgeht, dann schaut es für alle gut aus. Und dann ist nur mehr die Frage punkto Frequenz. Und punkto Frequenz möchte ich da draußen alle beruhigen. Wir haben in den Anfängen von Face-to-Face schon mitbekommen, ein kleiner Bilderparkplatz mit wenig Frequenz auf einem Dorf reicht aus, um seine Ergebnisse seriös machen zu können. Das heißt, die Frequenz ist nicht das Problem. Ja, super. Michael, vielen Dank. Das waren spannende Insights. Auch bei dir höre ich Optimismus raus und aber auch einen sehr unaufgeregten Michael, den ich jetzt erleben durfte. Vielen Dank dafür und für dann die Zeit, wenn es wieder richtig losgeht. Alles, alles Gute, viele Erfolge und viele neue Dauerspender für die Organisation wünsche ich euch. Dann sage ich auch allen ganz, ganz lieb Danke und auf dem Weg nochmal ein ganz, ganz liebes Danke auch an meine Kunden, weil die waren wirklich eine echte Unterstützung, emotional in allen Bereichen. Danke. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Michi. Bis bald. Tschüss. Tschüss.